Ich liebe ja Videospiele, die ein völlig abgefahrenes Setting haben, und davon gibt es ja leider viel zu wenige, wie ich meine. Die Bioshock-Reihe ist dabei ein gutes Beispiel für völlig abstruse Umgebungen und ein, naja, nennen wir es mal, ungewöhnlich fantasievolles Gameplay. Jetzt kündigen die Macher von Bioshock aber ein neues Game an. Judas wird das heißen, und das versetzt uns auf ein komplett abgedrehtes Raumschiff mit skurrilen Charakteren. Ich finde auch, dass dieser leichte Retro-Look, den die Bioshock-Teile haben, hier auch wieder aufgegriffen wurde. Als weitere Gemeinsamkeit kann ich hier jede Menge coole Waffen erkennen, und unsere Spielfigur scheint wieder mit besonderen magischen Fähigkeiten ausgestattet zu sein. Und im Weltraum können wir offensichtlich auch spazieren gehen. An Munition und abstrusen Gegnern wird auf jeden Fall nicht gespart. Und unsere Heldin scheint sich recht gut zur Wehr setzen zu können. Von der Story ist hier im Trailer allerdings nicht viel zu erkennen, aber von dem, was man sieht, verspricht das Spiel schon mal viel Baller- und Schnetzelspaß. Fix What You Broke lässt allerdings darauf schließen, dass wir eventuell eine kleine Katastrophe hier auf dem Schiff ausgelöst haben und das wieder in Ordnung bringen sollen. Leider gibt's noch keinen Release-Termin für Judas, aber auf meine To-Play-Liste wandert das Game auf jeden Fall.